nachdem also in der letzten Folge unsere Pferde geklaut wurden und wir sie dann wiedergefunden haben, beziehungsweise den Menschen, der sie geklaut hatte, sind wir jetzt hier. Und ja, warum weinst du denn? Weil meine anderen Pferde wurden gestohlen. Und ich habe nur noch eins. Und die anderen Spieler hier haben halt so viele. Ach, du Armer. Achso, da. Hab nicht zugehört. Du Armer, das ist doch nicht schlimm. Lass uns doch Freunde sein. Okay, wie kann ich denn Pferde bekommen? Star Rider sein. Star Rider? Ich bin Star Rider. Echt? Ja. Und wie bekomme ich das Pferde? Wie viele Star Coins hast du? Ich muss mal gucken. Ich habe 100 Star Coins leider nur. Oh, ja, da musst du dir wohl Star Coins kaufen oder Star Rider werden. Okay, ja. Kann ich Star Rider werden? Das musst du aber nicht mit uns machen. Das musst du mit deiner Mutter machen. Aber komm, lass uns ein bisschen trainieren. Ich muss noch ein bisschen den Tölt üben. Okay. Wie wäre es, wenn ihr ein bisschen den Trepp übt oder den Galopp? Ich warte kurz hier. Wie wäre es, wenn wir uns jeden Tag hier treffen und dann zusammen hier auf den Platz reiten? Ja. Hallo, Freund. Das sieht doch so schön aus. Guck mal, wenn man vom Galopp, wenn so in den Trab übergeht, das sieht so schön aus. Okay, ich warte kurz hier auf euch. Ich reite schon mal ein bisschen, weil ich stark bin. Guck mal, das wäre das so gut. Das sieht echt schön aus. Ginger scheint sehr motiviert zu sein. Eigentlich ist er immer schlecht gelaunt, weil wir reiten immer Tag und Nacht und suchen nach Pferde, die wir klauen können. Aber warte mal, wo sind denn jetzt unsere Pferde? Ja, die wurden auch geklaut. Das heißt, Pearl und Blue sind weg? Ja, ich weiß nicht, wo sie sind, aber ich weiß, wie der Klauer aussah. Okay, jetzt, warte mal kurz. Wenn ich das lieber so gemacht wie ich. Aber der Klauer sah genauso aus wie Justin. Oh nein, ein Dieb, der aussieht wie Justin. Das ist schwer. Leute, wollen wir zusammen vielleicht ein Foto machen? Ein Foto machen? Klar, stellt euch mal alle hier vor die Tür. Aber rückwärts bitte. Okay, darf ich in die Mitte gehen? Klar. Das sieht so schön aus. Neben die Tür. Noch ein bisschen drehen. So. Super. Und noch ein bisschen nach hinten gehen. So, Lena, kommst du auch her? Ja. Dann stell du dich mal bitte neben Laura. Ja, ich fahre nur noch einmal in den Trab rein, weil das sieht einfach nur so schön aus. Das glaube ich dir. Ich pack mal ein, ne? Ja. Dann heißt es wohl, dass wir jetzt zu, viert den nächsten Dieb suchen, wenn ich es richtig verstehe, oder? Ja, aber der hieß auch Justin. Ich weiß nicht, ob es wirklich Justin war. Okay, das ist schwer. Jetzt. Die Pferde gucken nicht alle nach oben, das ist echt schwer. Jetzt. Ich kann einfach mal meinen Bildschirm drehen. Ja, sehr jung, von nach der Größe. Applebeam, dann Cookie Flash, dann Jennifer und dann der andere. Ja, das stimmt. Meiner ist übrigens Golddiamond. Ich mach mal ganz kurz ein Tick. Ja.
Hey, ich hab schon eine Hätte, der hat jetzt sogar richtig gemacht. Was? Wollen wir mal auf drei alle steigen? Nee, warte. Ja. Warte. Okay, ja, wir können. Okay, auf drei. Eins. Warte, geht mal alle rückwärts. Okay, und auf drei drückt ihr auf X. Eins, zwei, drei. Das ist mit mir falsch. Ja, und jetzt stehst du auf dem Pferd drauf. Warte, drei, zwei, eins, nochmal. Moment, Moment, Moment. Moment, wir müssen zuerst alle rückwärts gehen. Und warte, ich muss mal kurz Lena das Bild schicken. Das sieht nämlich so einfach lustig aus. Mein Pferd den Kopf so hoch streckt, Laura steigt, Michael gar nichts macht und du auf dem Pferd drauf stehst. Ja, ich stehe nicht am Pferd. Da bin ich schon. Okay, nochmal alle rückwärts gehen und auf drei steigen. Okay, eins, zwei, drei. Oh. Er sieht ja voll cool aus. Und Michael macht einfach gar nichts. Ich bin vom Pferd abgestiegen. Ja, ich habe wieder voll das Crazy-Foto. Wieso sind meine Fotos immer so verstörend? Wann sind wir fertig, weil mein Handy hat nicht mehr so viel Akku und ich muss gleich ins Bett. Leute, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.